Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer Monatslegung für den Monat Februar. Ich habe hier mal allgemein reingeschaut, welche Energien wir haben, die uns alle betreffen. Wir haben ja dann am 9. Februar einen Neumond im Wassermann um 23:58 Uhr und wir haben am 24. Februar einen Vollmond in der Jungfrau um 13:31 Uhr. Ja, und ich habe jetzt mal gefragt, wie denn da so die Energien sind. Und da fielen die Karte Neptun und der Mond, die Friedenkarte. Die Energie kommt in Fahrt, zunehmender Mond, bald geht's hoch her, Vollmond im Widder und tritt aus deiner Wohlfühlzone auf, steigender Mondknoten. Ich nehme daraus heraus, dass es für viele, die dieses Video jetzt schauen, darum gehen könnte, sich jetzt neu auszurichten, Chancen und Möglichkeiten zu sehen, flexibel zu bleiben und vor allem zu erkennen, wo man einer Täuschung auferlegen ist, ja? Also vielleicht auch einer Selbsttäuschung, dass man hier ganz genau beobachtet, was sind denn eigentlich deine tiefsten inneren Wünsche, deine Träume, was möchtest du umgesetzt sehen? Denn wir haben hier so eine Energie von, man, ja, die Energie kommt in Fahrt. Also hier kommen auch Emotionen immer mehr hoch. Lass dich mal da reinfühlen, fühle dich mal da rein. Ich nehme eine hohe Sensibilität wahr, alles, was sehr tiefgründig geht. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass deine Intuition noch viel, viel präsenter jetzt ist und du viel mehr wahrnimmst, was du eigentlich möchtest. Denn wir haben hier den aufsteigenden Mondknoten und der steht immer für Wachstum, für Erwachen, für Erinnern. Übung macht den Meister, bleibt dran. Also wir haben ja auch viele Hinweise, die mir sagen, dass ihr oder wir alle auf dem richtigen Weg sind, dass wir noch mehr in uns reinhorchen dürfen und unserer inneren Stimme vertrauen dürfen. Ne? Denn Jungfrau-Energie ist auch so diese Eremiten-Energie. Da geht es immer um Dinge, die innere weise Stimme in uns, ja. Man ist am Analysieren und man ist am Neusortieren. Und das ist auch, da geht es auch um Thematiken der Gesundheit oder der Nützlichkeit einer Sache, des Aussortierens, des Bereinigens in sich oder in seinem Leben. Auch ist da so eine Thematik vertreten, wo es um neue Alltagsstrukturen ging, gesündere Alltagsstrukturen. Vielleicht möchtest du dir eine bessere Routine am Morgen oder am Abend angewöhnen oder einfach um in deinen Projekten vorwärts zu kommen, dass du da neue Abläufe integrierst in deinem Tagesablauf. Das kann natürlich auch sein. Mit dem Hinweis Frieden haben wir hier auf jeden Fall die Botschafterin, dass du hier auf einem, ja, auf dem Weg bist, auf dem richtigen Weg bist und in dir deine Harmonie findest. Also dieses auch mal in die Meditation gehen und in sich nicht so viel von dem, was im Außen passiert, beeinflussen zu lassen, sondern eher in dir die Stabilität zu finden und aufrechtzuerhalten. Mit der 23, ne, da haben wir hier Energien aus Thematiken des zweiten Hauses. Da geht es um Talente, Finanzen, Besitz, aber auch deine Werte und deinen Selbstwert. Das, was dich ausmacht, was deine Leitplanken im Leben sind, wonach du deine Entscheidungen triffst, was dir wichtig ist, was du brauchst, deine Basics. Und mit der 3 sind wir im dritten Haus. Da sind wir in der Thematik Kommunikation, Denken, Wort und Schrift, Ausdruck. Also sich auch zum Ausdruck bringen mit seiner Thematik, mit seinen Gefühlen und auch mit den Dingen, die du in die Welt bringen möchtest. Ja, wir haben so diese Energie von über den Tellerrand schauen, größer denken, weiter blicken, ne? Also zukunftsausgerichtet und ja, alles, was mit Idealen und Werte zu tun haben, ist so Neptun-Energie, ne? Aber es ist auch das nicht Greifbare. Wir haben ja allerdings auch alle Wasserzeichen repräsentiert, Fische, Krebs und Skorpion. Und die stehen für Hingabe, Verständnis, Empathie, Mitgefühl und einfach so die Weisheit des Herzens, ne? So der inneren Stimme horchen. Und mit dem Mond haben wir eben diese tiefe emotionale Energie hier und auch diesen Selbstvertrauen.
und nicht sich verunsichern lassen. Ja, also wir haben ja auch die Ängste und Blockaden mit an Bord, aber ich denke, dass es eher darum geht, wirklich hier mit dem Frieden, bewahre dir deine innere Harmonie und ne, verfolge weiter deinen Weg. Vollmond im Widder. Widder ist das erste, ist das Kardinalzeichen im gesamten Tierkreislauf. Das heißt, damit beginnt auch immer ein neuer Zyklus. Was soll jetzt hier vollendet werden? Was sind die ersten Schritte, die du jetzt gehen kannst oder die gehen solltest? Du musst in irgendeiner Weise auch eine Angst überwinden, denn Tritt aus deiner Wohlfühlzone sagt mir immer, dass es hier geht, über dich hinauszuwachsen. Was hält dich noch in der aus der Vergangenheit? Was darfst du aus der Vergangenheit jetzt hinter dir lassen? Was sind so die ersten Steps, die jetzt umgesetzt werden wollen, dass du hier die wichtigen Aufgaben in deinem Leben angehen kannst. Es geht auch viel um Sinnhaftigkeit. Was ist der Sinn deines Daseins? Hast du dich schon mal gefragt, warum du da bist? Was ist deine Lebensaufgabe? Was hat deine Seele für einen Plan? Was ist deine Berufung vielleicht auch? Ja, wenn du nicht mehr arbeiten gehst, auch dann hast du ja noch in irgendeiner Weise was beizusteuern, ne? Ob du da vielleicht ehrenamtlich irgendwo tätig bist oder in der Familie dich engagierst oder du hast irgendein spezielles Hobby, was du machst, womit du andere beglückst oder in irgendeiner Weise hat jeder etwas, womit er seinen Beitrag bringt oder womit er sich zum Ausdruck bringt und was ihn halt diesen inneren Frieden auch bringt, ne? Und halt auch anderen. So, das sind so die Energien, die wir jetzt haben. Also Wassermann am Neumond im Wassermann am 9. Februar. Und das sind halt meistens gesellschaftliche Umbrüche oder Neusortierungen. Daher könnten wir im Grunde alle davon betroffen sein, ne? Und da brauchst du jetzt nicht dich verunsichern lassen, ja? Weil das sind manchmal natürlich auch sehr unberechenbare Sachen, Dinge, die so wie eine Welle übereinkommen, aber die bringt halt oft ja auch neue Erfahrungen, neue Entdeckungen, neue Erfindungen, vielleicht auch Erkenntnisse, die sehr lebensverändernd sein können, im positiven Sinne auch, ja. Neue Begegnungen, Freundschaften, ne? Wassermann ist so das Gruppenbewusstsein, das ist so die Gesellschaft oder die Gruppe, in der du dich bewegst. Vielleicht gibt es da auch Umwälzungen und Veränderungen oder Erkenntnisse. Es ist auch viel, was mit der Kraft, neue Schritte zu wagen, zu tun hat, ja. Also sich auch aus gewissen Dingen zu lösen und eine neue Sicht auf die Dinge bekommen. Sei wild, sei froh, sei wunderbar und halte vor allem das Unmögliche möglich. Wassermann ist wirklich eine sehr, sehr ja, freiheitsliebende Energie und offen, Weltoffenheit, sowas in der Richtung. Ne? Da ist Potenzialentfaltung angesagt, ja. Also da geht es auf jeden Fall ab. Ja, und mit der Jungfrauenergie hatte ich ja schon gesagt, da haben wir Neuorientierung, also quasi bessere Routinen schaffen, Struktur, Ordnung, auch gewisse traditionelle Dinge, was sich bewährt hat, alles, was mit Bodenständigkeit zu tun hat, mit Führungsqualitäten. Vielleicht musst du auch für andere hier in die Führung gehen oder ein lebendes Beispiel sein, ne? Das könnte auch sein. Also Jungfrau ist ja oftmals diejenige, die denkt oder die so in diesem Fahrwasser ist. Wenn ich es nicht tue, dann tut es hier niemand, so ungefähr. Gut, okay, lass mal das mal so stehen. Ich bin gespannt und wir gehen jetzt in die Sternzeichenlegung und wir sehen uns gleich im Anschluss wieder. Bis gleich. Hallo, meine lieben Steinböcke. Gucken wir mal, was der Februar für euch bereithält, was die Überschrift ist, das übergeordnete Thema. Liebes Universum, bitte gib uns klare Botschaften über das Thema für Steinbock im Februar 2024. Was dürfen wir wissen? Was kommt hier auf Steinbock zu? Ach je, was hat's denn bei euch los? Drama mit der Zahl 37. Ah. Ich muss erstmal tief durchatmen.
Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, ne? Wir haben es hier mit Thematiken zu tun, wo es vielleicht um ein Gespräch gab. Vielleicht gab es da eine Kommunikation, WhatsApp oder E-Mail oder irgendetwas, was dich hier quasi in eine Situation gebracht hat, wo du gesagt hast, ach hey, du bist hier völlig am Verzweifeln. Kann hier um Dinge gehen, die mit Verträgen oder mit Verbindungen zu tun hat, mit Beziehungen. Irgendetwas ist hier vielleicht auch aus dem Gleichgewicht geraten. Ich habe das Gefühl, dass du dich aber mitunter hier auch freiwillig in dieses Drama reinstürzt, was relativ unnötig ist. Weil diese Karte beinhaltet nämlich genau diese Botschaft. Es gibt ja wirklich Dinge, die dramatisch sind, aber diese Botschaft hier, die vermittelt, dass man jetzt eher dazu neigt, hier zur Drama Queen zu werden oder selber so ein Stückchen auch mit dafür verantwortlich ist. Also immer die Frage, was ist dein Anteil da dran? Ist das wirklich Not? Tut das wirklich Not? Denn was du nicht siehst, es ist auch das Herz da, ne? Es ist ja in so einer Bubble. Und du müsstest dich halt dafür mal öffnen und dich neu ausrichten, vom Herzen her, dein Herz neu ausrichten. Dann würde die ganze Sache gar nicht so schlimm aussehen. Und hier liegt auch ein Spiegel, der dich auffordert, schau rein. Beobachte dich, schau dir wirklich mal selber zu, wie als ob du einem Statisten in einem Film zuguckst und beobachte dich in deinen Mustern, was hat dich geprägt, wo verfällst du immer wieder in die gleichen Verhaltensweisen, die quasi dazu führen, dass du im Drama landest oder gefühlt im Drama bist. Schauen wir mal, was die Monology-Karten dir noch mitgeben wollen auf diesem Weg. Was ist hier jetzt angezeigt im Februar für Steinbock? Was ist hier jetzt angezeigt? Da hat sich eine Karte umgedreht. Neumond im Krebs. Vielleicht hast du es mit dem Krebs zu tun oder mit einer Thematik in der Familie. Hier steht jetzt Sicherheit für dich und deine Liebsten. Das Gute oder das Schöne daran ist, hier steht jetzt Neumond im Krebs. Das heißt, auf dich wartet jetzt eine neue Phase im Häuslichen, im Familiären, vielleicht auch für deine Kinder oder mit deinen Kindern. Vielleicht ziehen die jetzt aus, sage ich mal sowas, ja. Und das gefällt dir vielleicht nicht. Sag ich es mal so ganz salopp, ja. Das können ja solche Thematiken sein. Oder dass ihr umziehen müsst und du denkst jetzt, ach du meine Kacke, wie soll das denn jetzt werden oder so. Und man macht vielleicht aus Themen jetzt ein Drama, was eigentlich vielleicht gar nicht so schlimm ist oder einfach relativ normal ist, weil das im Lauf des Lebens halt einfach so ist, ja. Aber warte mal, ich nehme mal die Karte hier nochmal vor. Ich lese da mal schon mal rein für dich. Neumond im Krebs. Ja, sag ich's nicht. In deinem Privatleben gibt es einen Neuanfang. Im Zusammenhang mit den Menschen, die dir die wichtigsten sind, ist etwas am Entstehen begriffen. Die Konstellation kann sich auf ein Familienmitglied beziehen, auf einen Mitbewohner oder auf einen Umzug. Siehst du? Falls du darauf hoffst, mit etwas Besonderem in deinem Privatleben voranzukommen, dann kann diese Karte eine Bestätigung dafür sein, entsprechende Schritte einzuleiten. Wenn du deine Familie vernachlässigt hast, dann solltest du jetzt den Kontakt wieder aufnehmen. Solltest du dich deshalb selbst vernachlässigen, dann musst du nun besser auf dich Acht geben und mehr für dich sorgen. Wenn deine Unsicherheit dich an irgendetwas hindert, dann ist dies der ideale Augenblick, um daran zu arbeiten. Und während ich das lese, kommt mir gerade der Valentinstag und dass ich dafür unbedingt eine Legung machen soll. Oh, das ist jetzt aber eine super kurzfristige Ansage, aber gut. Achte darauf, die Familie an erste Stelle zu setzen. Hier, für ein Kind, deine Kinder beginnt ein neuer Zyklus. Es ist an der Zeit, deine Ziele zu überprüfen. Meditation kann dir helfen, deine Unsicherheiten zu überwinden. Und ein Aufenthalt am Wasser könnte dir Frieden und Antworten bescheren. Vielleicht magst du mal einen kleinen Ausflug an einen See machen oder mal an der Ostsee fahren oder je nachdem, wo du bist. Vielleicht bist du in der Nähe vom Bodensee oder Chiemsee oder was auch immer. Keine Ahnung, wo du jetzt steckst. Dann kannst du da mal vielleicht mal einen Ausflug hin machen. So, jetzt legen wir aus. Genug gefaselt hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Für diese Legung gibt es auch wieder ein Hauptvideo und ein Extended, sprich eine weiterführende Legung. Den Link dafür findest du dann am Ende des Videos oder unterhalb des Videos in der Infobox, wo du auch jeweils einen Link findest für eine private Legung bei mir. Schauen wir mal, was jetzt der Hinweis für die Thematik in diesem Monat ist. Haha je.
Der Turm spricht von Loslassprozessen, Transformationsprozessen. Das ist immer eine Energie, wo wir etwas erkennen dürfen, wo wir der Wahrheit auch ins Gesicht blicken, wo neue Tatsachen geschaffen werden. Für manch einen gilt es hier auch, ja, plötzliche Wendung, plötzliche Veränderungen, die hier anstehen. Schauen wir mal, was zeigt sich hier? Der Eremit. Okay, zwei Karten, die auch, also die in der Deutung eins gemeinsam haben, und das ist Rückzug. Ja, Rückzug, über die Dinge nachdenken. Vielleicht denkst du in dem Zusammenhang daran, also nochmal zurück und überlegst nochmal deine nächsten Schritte. Ass der Münzen, erkenne die Chance darin. In dieser ganzen turbulenten Geschichte hier liegt in irgendeiner Weise eine Chance. Irgendeine Lebenschance, eine einmalige Chance. Also das Ass der Münzen, das ist das Potenzial. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, die sich hier zeigt. Das kann aber wirklich eine unglaublich große Chance sein. Was ist die große Chance? Geht es auch darum, deinen eigenen Weg zu gehen? Deine Willensstärke ist in irgendeiner Weise. Solarplexus-Energie haben wir hier zweimal. Freude, Lebenskraft, Lebensenergie. Irgendwas damit hat es zu tun, wieder in die Lebensfreude zu kommen oder Lebendigkeit, irgendwas mit Lebendigkeit. So, gucken wir mal, was bei euch hier los ist. Was haben wir hier? Ach je, 10 der Stäbe. Das ist im Grunde schon die typische Umzugskarte oder zumindest ein Hinweis darauf, dass jetzt eine sehr anstrengende Phase bestand. Vielleicht steckst du da auch noch drinne, dass du viel Einsatz bringen musstest in irgendeiner Sache, dass irgendetwas anstrengend ist. Man kommt hier wirklich an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Man musste hier wirklich einiges auf sich nehmen, viel wuppen. Vielleicht hattest du auch viel zu tun oder musstest die Last von anderen Menschen mittragen, Verantwortlichkeiten, irgendetwas, was wirklich jetzt an den Punkt kommt, wo du sagst, jetzt ist Schluss hier. Ne? Denn mit der 10 sind wir einmal rum quasi, ist die letzte Karte der Stabenergien und damit ist dann auch das Ende einer schwierigen Phase angezeigt. Gucken wir mal, was gegenüber liegt. Die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe sagt dir, mach weiter, du bist auf dem richtigen Weg, die macht dir Mut, du schaffst das. Das kann eine Person sein im Feuerzeichen, Widder, Löwe oder Schütze. Oder einfach ein Impuls, den du bekommst, eine Motivation, ein Projekt, eine zündende Idee, die da im Raum steckt, irgendwas, was aus dir heraus sprudelt, wo du sagst, Mensch, ach, da gibt es etwas, da werden meine Lebensgeister wieder wach, ja, sowas in der Richtung. Und vielleicht hast du es auch, ja, einen Konflikt oder eine Belastung mit einer Königin der Stäbe zu tun oder ein Projekt. Das kann natürlich auch sein, dass du ein kreatives Projekt hast, was einiges an Einsatz auch erfordert. Kann auch möglich sein, ne? Jeder guckt jetzt bitte auf seinen Teller und überlegt, in welcher Situation er ist und jeder zieht sich jetzt seine Informationen. Ich habe hier scheinbar mehrere Reisegruppen an Bord und was ja eine allgemeine Legung ist, kann ich natürlich jetzt nicht auf eine Geschichte alleine eingehen, sondern ich sage dir die Möglichkeiten der Deutung und du guckst halt, was bei dir zutrifft. Es sind ja Energien, die sowohl im Privaten wie beruflich, aber auch persönlich irgendwie betreffen können, ne? Also zutreffen können. Drei der Stäbe sagt mir, dass du dich hier neu ausrichtest, dass du mitunter auch eine Entscheidung triffst jetzt im Februar. Eine, die dich in neue Erfahrungen bringt, an neue Orte bringt, neue Menschen. Ja, irgendwas möchtest du vielleicht auch Neues kennenlernen, neue Abenteuer erleben. Und wir haben ja Feuerenergie, ne? Das ist halt so eine sehr lebendige Energie. Also du fragst dich schon, was möchte ich denn noch erleben? Was ist denn meine Mission vielleicht auch? Oder was möchte ich gerne kreativ umsetzen, schöpferisch tätig sein? Was willst du noch ja, zum Ausdruck bringen? Ne? Auch Selbstbewusstsein und sich quasi persönlich einbringen. Und dafür hast du eine Entscheidung getroffen. Das kann eben auch eine Entscheidung für eine Wohnung sein, dass du jetzt darauf wartest, dass der Tag kommt, wo denn der Umzug stattfindet, der hier sich schon irgendwie anzeigt oder die Tätigkeit. Ja, das ist so wie, ich habe jetzt hier einen Arbeitsvertrag unterschrieben, aber es geht als
erst in 4 Wochen los, sagen wir es mal so. Ne, weil hier ist noch keine Action als solches, aber man ist startklar. Man hat innerlich den Willen und die Entschlossenheit, jetzt da hier einen neuen Weg zu gehen, und man steht am Ufer und wartet quasi, dass der Tag anbricht, dass man mit seinem Surfboard hier los tigern kann. Ne? So, was haben wir da gegenüber? Der Gehängte, ja, das ist das Loslassen. Das ist das, du wartest quasi auf den richtigen Moment, um dann in Action zu kommen. Der Gehängte, das ist so jemand, der wartet ab. Du wartest hier im Grunde vielleicht was ab. Vielleicht kommen ja auch Erkenntnisse auf dich zu, ja, dass du dich hier neu ausrichtest und dir hier in irgendeiner Weise der Geistesblitz reinkommt. Ich sehe hier immer so wie so eine Deckenlampe, die angeschaltet wird. Klack. Zack, geht das Licht auf, ja. Und damit ist dir dann irgendwas klar, irgendwas ganz plötzlich klar. Das kann auch dieser Turmmoment sein, der sich hier zeigt, dass du sagst, okay, jetzt weiß ich, wo es lang geht. So. Oh, eine große Arkana-Karte mit dem Gehängten, jetzt die zweite, der Hierophant. Der Hierophant repräsentiert das Sternzeichen Stier, aber auch Thematiken. Vom zweiten Haus, da geht es eben immer um Werte, deinen persönlichen Wert, den du einer Sache gibst, deinen Selbstwert auch, ja, deine persönliche Entwicklung, deine geistige Entwicklung, deine spirituelle Entwicklung. Ne, man sieht hier so diese Stufen, die hier hochgehen ins Licht, in die Klarheit, die Bewusstseinsstufen. Vielleicht erhältst du ein neues Bewusstsein bezüglich deiner Situation. Vielleicht erkennst du eben, was dein Anteil an diesem Drama ist, dass du jetzt erkennst, okay, ich löse mich da raus, ich lasse mich führen und gehe jetzt ja einen neuen Weg. Hast vielleicht auch sowas wie einen Coach, einen Mentor oder jemand an deiner Seite, der dich da führt, der dich da anleitet. Ja, das kann ja auch eine Person sein, ja, die sehr viel Wissen hat und sehr relaxed ist und die dich aber auch gewinnen sehen will, ja. Der Hierophant, Entschuldigung, der braucht nicht so schnell. Schön langsam hier, eins nach dem anderen. Der Hierophant verspricht dir auch Schutz und Segen auf deinem Weg, in deiner Entscheidung. Ne, das ist so der Geistige, der die schützenden Hände über dich hält und der dich auch von karmischen Sachen befreit und der im Grunde so Zeugnis auch ablegt. Ja, der schreibt alles auf. Das ist so, ich nehme hier auch so ein bisschen die Akasha, nicht ein bisschen, aber ich nehme hier so die Akasha-Chronik wahr. Alles, was niedergeschrieben wurde. All deine Erfahrungen und das ist auch jemand, der einlenkt, die geistige Welt, die mitunter auch einlenkt, die hier eingreift, nehme ich hier wahr. Und wir haben ja auch das Thema hier, Sicherheit für dich und deine Liebsten. Vielleicht hast du das Gefühl, das ist vom Schicksal gelenkt. Wir haben jetzt zwar nicht das Schicksalsrad hier, aber der Hierophant, ne? Der bietet hier schon irgendwie so diesen Deutungshinweis. Vielleicht geht es auch um Werte der Familie, ja, Erbangelegenheiten etc. etc. So, was haben wir hier? Zwei der Kelche. Oh, hier zeigt sich jetzt in Kombination, ja, beides zusammen sind für mich wirklich feste Partnerschaften, also sprich eine Ehe oder etwas Langfristiges, was von langer Dauer und von Tiefgründigkeit hat, auch eine sehr spirituelle Verbindung, eine Seelenpartnerschaft nehme ich hier wahr. Der Hierophant und die zwei der Kelche, das ist auf jeden Fall ein Commitment, das löst man nicht einfach so auf. Ne? Also das ist schon was wirklich Festes. Sehr spannend. Vielleicht ist das auch der Teamwork mit der geistigen Welt, ins Mitschöpfertum quasi zu kommen, dass du dir dessen bewusst bist, dass du, so schwierig dieser Weg hier jetzt ist, dass du diesen Weg nicht alleine gehen musst, sondern dich eigentlich nur mit deinem Seelenführer, sag ich mal so, ja, ja, das ist ein Geistführer oder sowas, dass der an deiner Seite ist und dass du dich mit dem eigentlich nur verbinden brauchst, über eine Meditation zum Beispiel. Auch mir kribbelt es gerade tierisch an der Nase. Das ist auf jeden Fall eine Bestätigung dafür. Auf jeden Fall ist die geistige Welt hier mit an Bord. Du bist hier nicht alleine. Vielleicht zeigt sich auch einer deiner Ahnen. Krieg gerade übelsten Tinnitus noch dazu. Also das ist auf jeden Fall eine eindringliche Botschaft. Hier zeigt sich jemand aus deiner Familie.
Schauen wir mal, wer sich hier zeigt. Jemand ist hier, der etwas bedauert. Oder es ist hier eine Thematik, fünf der Kelche, wo es um das Vergeben und das Verzeihen geht. Es kann sein, dass es hier eine weibliche Person ist, die sich hier zeigt, die über, die jetzt als, also eine Person, die dir hier Unterstützung bietet. Du wirst auf jeden Fall hinterfragt, was gilt es hier noch loszulassen. Ich muss das mal klären. Wir nehmen mal, bitte mal, ich will mal die Karte Drama rausnehmen. Wo habe ich denn jetzt ein Buch dazu? Also in die Klärung gehen wir natürlich im Extended, aber die Karte Drama lese ich dir mal hier vor. Das machen wir. Lass dich so nicht gehen. Selbstkritik und das gekränkte Ego und unnötige Dramen. Durch das vollkommene Geflecht des Lebens zieht sich als roter Faden eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Es ist eine Geschichte über Schmerz und Verlust, Zurückweisung und Demütigung, Selbsthass und Hochmut und all die unzähligen Formen des Leidens, die aus unnötigen Dramen geboren sind. Es ist die immer gleiche Geschichte und sie läuft darauf hinaus, dass du dieses nicht tun, jenes nicht sagen, dich dorthin nicht bewegen darfst, weil sonst deine ganze Welt ins Wanken gerät. Lass dir heute sagen, dass nichts davon wahr ist. Der Himmel fällt dir nicht auf den Kopf und die warnende Stimme, die du vernimmst, ist nur ein kleiner, verängstigter, fehlgeleiteter Teil deiner selbst, der in einem Lügengespinst gefangen ist und dich vor etwas bewahren will, dessen Opfer er einst wurde. Bringe diesem Teil deiner Selbstliebe entgegen, denn Angst ist alles, was er kennt. Angst ist ein falscher Ratgeber, der dich davon abhält, wahrhaft du selbst zu sein. Du bist nicht dasselbe wie deine Geschichte, und wer sie erzählt, ist bloß die Stimme dieses ängstlichen Anteils in dir, klein, hilflos und dennoch leicht zu besänftigen. Ich kriege hier gerade rein, dass es hier manchmal Beziehungen gibt, die zu Leid führen. Also achte mal darauf, was euch verbindet. Hier steht das auch. Aber genau, manchmal gehen zwei Herzen eine Verbindung ein, die zu Leid führt, aber nicht aufgrund von Kränkung oder Missachtung, sondern aus ganz anderen, verwickelteren Gründen. Scham, Angst vor Nähe und ein schwaches Selbstwertgefühl gehören zu den größten Herausforderungen für das Gelingen einer Partnerschaft. Also sei dankbar jetzt dafür, dass du diese Erkenntnis für dich diesen Monat erkennst. Denn da steckt nämlich die große Chance hier, das jetzt zu heilen. Das sind die Glaubensmuster, die sich hier auch zeigen. An welchen Glaubensmustern hängst du hier immer noch bezüglich Verbindungen? Und welchen Glaubensmustern möchtest du dich weiter verpflichten? Welche Geschichten möchtest du weiter erzählen? Das gilt hier loszulassen. Ne, irgendwas, was überholt hat. Ich sehe das ja schon. Du willst dich hier schon befreien. Du willst dich hier neu ausrichten. Dazu musst du aber zuerst was loslassen. Und dann wird ganz viel Lebensenergie freigesetzt. Die Königin der Stäbe, sie habe ich schon ein paar Mal gesagt, die ist für mich wie ein Vulkan, wo von innen heraus aus dem Berg die Lava hochgedrückt wird. Das ist ein innerer Druck, der in dir passiert, der hochkommt, der dich dazu bringt, etwas zum Ausdruck zu bringen, etwas ins Leben zu bringen, zu gebären. Das ist in Hawaii ist das die Pele, ja, diese Göttin des Berges, des Feuers, der Lava. Das ist diese Feuerenergie, die spuckt dann diese Energie, ne? Das ist pure Lebensenergie, Schöpferenergie. Und irgendetwas möchte hier von dir zum Ausdruck gebracht werden. Sehr spannend. Also,
Was gilt es loszulassen? Was gilt es zu verzeihen? Welche Geschichten hast du dir erzählt, dass du dich immer wieder in dieses Drama begeben hast? Dann darfst du jetzt dies für dich erkennen und dir selber verzeihen. Wenn es andere Menschen gibt, wo du der Meinung bist, sie sind dafür verantwortlich, dann gilt es denen zu verzeihen. Und zwar nicht, um das gut zu heißen, was die Personen gesagt oder getan haben, sondern einfach, um in dir deinen Seelenfrieden wiederherzustellen. Es wird ganz still gerade. Das ist echt krass, was hier abgeht. Also auf energetischer Ebene passiert gerade ganz, 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 ganz viel. Das macht nur noch da, 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 da. Das ist wie so ein Dominoeffekt. Du stößt einen Stein an und dann fällt so eine ganze Kaskade an Steinen. So, kennst du das, ne? So, wenn tausende von Steinen quasi aufgestellt sind und du stößt nur einen Stein an. Das heißt, du brauchst eigentlich nur eine Kleinigkeit verändern und das verändert alles. Und das ist dieses Vergeben und Verzeihen und in seinen Frieden kommen und diese alten Geschichten loslassen. Und dir bewusst werden, an was du festhältst, was ist es dir wert? Die Frage kommt mir auch gerade, was ist es wert daran festzuhalten und welche Dinge sind dir wirklich wertvoll? Welchen Verbindungen, welchen Beziehungen möchtest du dich committen, quasi verbinden und dich einbringen und welche sind einfach nicht von Stabilität geprägt? Worauf setzt du auch deinen Fokus? Na, hier ist der Fokus auf das Leid. Immer auf das Leid, immer wie schwierig alles ist, wie schlecht alles ist, auf ein Vermissen, auf ein Trübsalblasen. Man sieht gar nicht mehr, was noch da ist, dass man hier noch einen Schatz bei sich hat. Ne, hier sind alle Kelche umgestürzt und den letzten, den hat sie mit dem Fuß da noch ausgekippt. Aber sie hat hier noch einen Kelch, ich zeige ihn dir mal, und da sind all deine Schätze drinne. Also fokussiere dich auf deine Schätze, hebe deinen Blick Richtung Sternenhimmel, Richtung deiner Wünsche, deiner Träume, deiner Visionen und hebe deinen eigenen Schatz. Ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das weitergeholfen hat und danke euch für den Daumen hoch und für das kostenfreie Abo, was ihr da lasst und vielen lieben Dank auch für ein kleines Kommentar, fürs Weiterleiten, freue ich mich mega. Ihr habt auch die Möglichkeit, wie gesagt, euch das Extended anzugucken. Link findet ihr jetzt am Ende des Videos. Um zu gucken, ob das jetzt euer Video ist, ob das sich lohnt für das Extended, gehe ich jetzt mal in die Klärung der 10 der Stäbe und wir schauen uns mal an, was da dahinter steckt. Dann kannst du vielleicht leichter entscheiden, ob das Sinn macht, sich das Extended anzuschauen. Eine Klärung bitte für die 10 der Stäbe. Für meinen Steinbock. Danke, die Schwabstürze. So, da haben wir die Wege. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. Hier steckt eine Entscheidung, eine Weggabelung. Eine Entscheidung führt dazu, dass auch eine anstrengende Phase jetzt zu Ende geht. Welche Entscheidung gilt denn hier zu treffen? Um was geht es hier mit der Entscheidung? Da steckt eine Kommunikation dahinter. Das ist Wissen und Weisheit, aber auch ein Berater oder jemand, mit dem du hier auch die geistige Welt, die dir vielleicht Botschaften mitbringt. Interessanterweise haben wir zweimal also die Zweierenergie, ne? Zwei Wege, zwei Personen, die miteinander sprechen. Ich hätte gerne noch mehr Informationen. Was ist die Entscheidung? Okay, hier haben wir mehr Indizien. Hier zeigen sich die Lilien. Es geht darum, in einer Angelegenheit reinen Tisch zu machen, etwas zu bereinigen. Und es wird bei vielen hier um familiäre Thematiken gehen. Denn die Lilien sprechen eben immer von traditionellen Sachen, ja, etwas, was aus der Herkunftsfamilie kommt, alte Prägungen, alte Geschichten. Auch karmische Geschichten, aber eher nicht unbedingt im Negativen, sondern einfach, dass man hier im Familiären verbunden ist, ne? Und auch die Reinheit und Unschuld und der Frieden steckt hier drin. Der Mond steht für erfolgreichen Abschluss von Zyklen. Das ist auch etwas, was hier in die Vollendung kommen soll. Etwas soll einen Abschluss finden. Und mitunter kann der Mond aber auch für Unklarheiten stehen, ne? Weil nachts ist immer alles ein bisschen nebulös. Hier soll aber jetzt
die Klarheit reinkommen. Auch die Eulen sprechen ja von klärenden Gesprächen. Ja, also wenn du das Gefühl hast, das ist dein Thema, dann freue ich mich, wenn wir uns im Extended wiedersehen. Das Extended siehst du, wenn du in die Mitgliedschaft gehst. Wenn du auf den Button Mitglied werden klickst, bist du nicht gleich Mitglied. Dann kannst du das dir erstmal ganz in Ruhe anschauen, was es da alles gibt. Und die weiterführenden Legungen gibt es ab Stufe 2, sprich Soul Family Fans. Okay? Dann hast du alle weiterführenden Legungen ohne Werbung, uneingeschränkt. Kannst so oft gucken, wie du möchtest. Auch für andere Sternzeichen, wie du möchtest. Da bist du frei und ich denke, dafür ist das ein fairer Preis. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wenn wir uns gleich im Extended wiedersehen. Mach's gut, bleib schön gesund. Bye, bye.